Welche gerade stimmen? Da sind doch wieder welche. Ja, wir haben hier jetzt keine sehr, sehr gute Position, um zu kämpfen, ehrlich gesagt. Ich könnte mal einen Headshot versuchen. Was? Nein, das bildet ihr euch nur ein. Hier schießt niemand auf euch. Das kann gar nicht sein. Okay, Vollgas, Piper. Da kommt Nummer 1. Piper hat den umgelegt, sehr gut. Das hast du sehr gut gemacht, Piper. Guck mal, ich kann auch jemanden umlegen. Das waren Nummer 1 und 2. Weiter verkriegt sich Nummer 3, wie ich sehe. Hey, da draußen ist was. Sehe ich auch. Da kommen auch noch mehr. Nein, definitiv nicht, Piper. Das war Nummer 3. Ich habe da hinten noch schon Nummer 4 und 5 rumdackeln sehen. Gut. Wir haben 3 weitere ausgeschaltet. Das läuft ja ziemlich gut, möchte ich mal anmerken. Jetzt uns. Das ist vollkommen korrekt. Der ist ja ganz schön zerplatzt. Hey! Ein bisschen Klamotten könntest du mir auch mal abnehmen, wenn ich ehrlich bin. Los! Oh! Entschuldigung, da wollte ich nicht. Hä? Ach, der da! War noch voll noch welche. Hätte ich doch genau gesehen. Was haben die hier denn gemacht? Okay. Haben sich die anderen zurückgezogen oder habe ich mich verguckt? Habe ich mich verguckt. Die werden sie ja wohl kaum in der Zwischenzeit schnell den Vault aufgemacht und wieder zugemacht haben. Denke ich mal. Da ist ja der verlassene Vault. Der ist zu, ne? Gut, ich denke mal, die Umgebung um den Vault herum ist safe soweit.
Tja, wie kommen wir da rein? Eine berechtigte Frage. Ich würde einfach mal sagen, wir versuchen es. Volt 114. So. Mal gucken, ob wir das Ding aufkriegen. So, wollen wir mal gucken. Ich gehe mal stark davon aus, dass die Insassen mitgekriegt haben, dass die Tür jetzt auf ist. Haben die hier keine Wachen hinter? Sind die doof? Piper! Piper, du musst mich vorbeilassen. Wo war der Typ jetzt? Komm schon, wer ist da? War wohl doch nichts. War wohl doch nichts. Ja klar, die Tür hat sich von alleine aufgemacht. Was? Hallöchen, na? Ich bin's. Der Blub. Piper! Ach, Mann, ey. Komm, Headshot. Den haben wir's gezeigt. Nice, Piper, nice. Könnte man so sagen, ja. Was ist der Typ denn? Wo bist du hin? Ja, wo bist du hin? Solltest dich nicht verstecken. Ist nicht gerade besonders mutig. Wie, hinter uns kommt jetzt was. Ah, kurz Moment, das Telefon geht. Bis sofort. So, da bin ich wieder zurück, mein lieber Herr Gesangsverein. Hast du zu viel Angst? Ach, nee, ich muss gerade telefonieren, mein Lieber. Das Telefon habe ich aber ganz, ganz schwach gerade noch so gehört. So, hier komm, jetzt habe ich alles ja, einmal hier. Wir sind du, ganz nett zu dir. Ich? Du versteckst dich da drin. Du versteckst dich da drin, du kleiner Lulatsch. Ja, weißt du, was ich erstmal mache? Weißt du, was ich erstmal ganz in Ruhe jetzt chillig mache? Ich genehmige mir einen Stimpack. Ja, das sagt gerade der Richtige, ja. Hast du... Ach, wir haben Baseballschläger. Ach, deswegen kommst du nicht raus. Deswegen kommst du nicht raus. Greif einfach zu. Entsperren. Schlüssel erforderlich. Ah ja. So, haben wir den Eingangsbereich hier mal erobert.
Ein Voltec-Terminal. Mhm. Piper, pass mal gerade ganz kurz auf. Ich guck mal, ob ich hier zufällig die eine Tür aufkriege. Ja, willkommen Mitarbeiter. Das sieht mir genau richtig aus. Volt 114. Tja, von 1 Volt in den nächsten, würde ich mal sagen. Privat, nur für Wissenschaftsabteilung. Aha. Aha, aha, aha. Oh. Ah, Volt 114 ist also für die ganz, ganz VIPs hier. Very important persons, lokale Stars. Staatsregierungsangehörige. Ah ja. Aha. Aber auch hier gab es anscheinend Experimente. Na egal, wir sind jetzt hier, um Nick Valentine zu befreien. Gut. So, machen wir mal hier weiter. Ein paar Wörter gerade durch, aber schon. Schlüssel benötigt. Da komme ich nicht auf. Gut, wir gehen wieder in unseren Stealth-Modus. Das hat ja bisher super funktioniert. Also es hat wirklich super funktioniert. Was ist da? Also, meine Frage. Warum zum Teufel würde jemand einen Vault in eine U-Bahn-Station bauen? Der Ort hier ist doch das Gegenteil von luftdicht. Weil die nicht vorhatten, ihn zu benutzen, Trottel. Vor dem Krieg haben wir ständig solche krummen Dinger abgezogen. Man schnappt sich ein paar Jungs aus der Gewerkschaft für einen Baujob, der nie endet. So bleiben alle auf der Gehaltsliste. Ist das eine Nick Valentine? Okay, komm, wir versuchen den Headshot. Scheiße, wo kam das denn her? Ja, wo kam das denn her? Hui! Na, der guckt jetzt aber gefährlich, na, möchte ich mal anmerken. Hab ich dich! Alter, Junge! Hä, wieso komm ich hier nicht? Ja, das hat auch gut funktioniert, würde ich mal meinen. Kandidat Nummer 1 mit dem Headshot ausgeschaltet. Kandidat Nummer 2 erledigt. Papa? Ich bräuchte mal deine Hilfe. Nach dir. Piper kann nicht mehr tragen. Kannst du vielleicht doch die nehmen? Danke. Okay, ich sehe schon, Piper, wir sind voll. Das war aber ein, also ich muss sagen, das eben war ein wunderschöner Headshot. Krabäm, und da war Nummer 1 down. Was ist hinter dieser Schiebetür? Mm-hmm.
Okay, komm, den erledigen wir. Oh, shit. Oh, shit. Oh, den hat's erwischt. Böse, 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 böse. Ach komm. Jawohl. Oh shit, ich hab nicht mehr. Oh. Piper zurück. Ach, Piper. Okay, komm, Feuer. Ich muss Piper Rückendeckung geben. Da ist noch einer unter uns. Oder hast du den anderen Piper? Ja, das waren auf jeden Fall die Ratten, diese Schießerei. Hier unter uns war doch noch einer. Hä, wo ist denn der hin? Ist es doch einer hier? Hä, hat Piper den erledigt? Also den da, den hab ich erledigt. Aber wo ist denn der andere? Hat Piper den erledigt? Wir kommen hier niemals mit allen Sachen raus. Gut. Wollen wir mal. Also es dürften ja nicht mehr viele sein, so viele wie wir hier ausgerottet haben. Ne, da unten liegt, soweit ich das erkennen kann, keine Leiche. Das hier ist wie ein Friedhof für Ausgrabungsmaschinen. Du bist in deinen Händen eh besser aufgehoben. Oh. Okay, vielleicht hat Papa den doch noch erwischt. Ich weiß nicht, wie ich auf diese Idee gerade gekommen bin, aber ich glaube, Papa hat den noch erwischt. So, wir müssen in den aber, glaube ich, noch ein paar Sachen reinpflanzen. Vielleicht ein paar Klamotten. So, wir beladen die Leiche mal ein bisschen. Wie wir statsmäßig alles auseinandernehmen. Da habe ich doch schon wieder was gesehen, du. Na komm, zeig noch mal dein Köpfchen. Wo kommt das denn her? Wo kommt das denn her, Freunde? Wer von euch Deppen meinte, dass er was gesehen hat? Oh, niemand? Mann. Ganz ruhig bleiben, Piper. Verdammt! Oh, shit! Hallo? Na, ihr? Seid ihr zu dumm? Seid ihr zu... Lol. Kleiner Schisser. Da kommen sie. Hast du zu viel Angst? Halleluja, Freunde! Na, die schlatze ich erst mal um hier. Fuck!
Gut, ich würde mal sagen, die drei Typen haben wir eiskalt erledigt. Komm, Piper, wir nehmen mal den offiziellen Weg. Ja, sehr gut. Ich glaube, ich müsste gleich die Aufnahmesession beenden. Alter, wie weit geht denn das hier noch? Ich bin auch nicht blöd. Ich springe aber jetzt nicht runter. Das echt runterspringen. Ich kann ja eh nichts mehr wirklich mitnehmen. Ach, Piper. Was soll ich sagen? Ja, super. Bester Sprung des Jahrtausends, Piper. So, uns hat keiner bemerkt. Piper, gib mir mal gerade kurz Rückendeckung. Ich gehe mal gerade an dieses Terminal. Das kennen wir schon. Eine neue Ebene. Wie groß ist denn das hier? Alter Verwalter! Wie viele haben wir denn schon umgelatzt? Also langsam könnte es aber auch mal vorbeigehen, würde ich mal meinen. So langsam reicht's aber. Mein Gott, nochmal. Das ist alles nur für einen Detektiven. Dino. Wer ist denn Dino? Valentine, wie geht's? Hast du Hunger? Willst du einen Happen zu essen? Laber nur weiter, Fleischklops. So hat Skinny Malone mehr Zeit, sich zu überlegen, wie er dich kalt macht. Erzähl keinen Mist, Valentine. Du hast doch keine Ahnung von irgendwas. Tatsächlich? Ich habe gesehen, wie er deinen Namen in sein schwarzes Buch geschrieben hat. Mieser, kleiner Kartenbetrüger waren, glaube ich, seine Worte. Dann hat er den Namen dreimal durchgestrichen. Dreimal durchgestrichen? Im schwarzen Buch? Aber... Oh nein... Das muss ich gerade nicht. Und zwar schnell. Hey. Freundchen, was willst du hier? Wo sind die denn? Dino. Ach, da bist du. Hi. Hoffentlich hast du dein Testament gemacht. Das ist besser gelaufen als erwartet. Ja, das kann man so sagen, wenn der Kopf platzt. Das scheint ja sonst niemand mehr wirklich zu sein.
schon, Blue. Ich nehme dir was ab, bevor du noch zusammenbrichst. Aufseher-Türpasswort. Aha. Der ist also quasi hier sowas wie der neue Aufseher. Piper, du kannst übrigens nichts mehr tragen, ne? Das ist dir bewusst. Haben wir den Dino einfach mal platt gemacht. Muskelberg nicht wieder zurückkommt. Mach die Tür da auf. So, das Türpasswort haben wir ja vom Dino bekommen. Machen wir mal die Tür auf. La 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 la. Türsteuerung über Brücken. Mhm. Du musst das Terminal da hacken, um die Tür zu öffnen. Brauche ich nicht. Wow. Ah, mein strahlender Ritter. What? Aber die Frage ist doch, warum kommt er den weiten, gefahrvollen Weg, nur um einem alten Privatdetektiv zu helfen? Nun. Du musst jemanden für mich finden. Aber es ist, kompliziert. Ich weiß nicht, wo die Person sein könnte. Oder wie lange sie schon verschwunden ist. Na, ich bin es gewohnt, im Trüben zu fischen. So etwas wie einfache Fälle gibt es in meiner Welt nicht. Ich sitze hier seit ein paar Wochen im Bau. Hat sich herausgestellt, dass die vermisste Tochter, die ich suchte, gar nicht entführt wurde. Sie ist Skinny Malones neue Flamme. Und sie ist ein fieses Miststück. Aber egal. Du hast ein Problem und ich helfe gerne. Aber nicht jetzt. Wir müssen hier raus. Dann reden wir. Gut. Folge Nick Valentine. Malones Leute hier waren früher kleine Gauner, von größeren Fischen aus ihrem alten Viertel vertrieben wurden. Dann fanden sie diesen Ort. Keine Ahnung, was mit den alten Besitzern passiert ist, aber Miete kassieren sie keine mehr. Ein leerer Vault. Das perfekte Versteck. Hast du eine Waffe? Moment, da kommt jemand. Da sind sie ja. Also, wie erledigen wir das? Ich erledige das. Wofür braucht ihr denn bitte so verdammt lange? Hey, Dino, lass den Detektiv in Ruhe und komm hier rüber. Wo zur Hölle steckt der? Papa, willst du mich verarschen? Gehst du jetzt echt rückwärts einfach so raus? Das macht sie in der Tat. Sehr gut. Ich dich wohl verpissen, Mann! Ha! Du und Bam. Das war Nummer 2. Piper hat Nummer 3 erledigt. Hier, oh, danke. Nick Valentine hat Piper gerade einen Stimpack gegeben, so wie es aussieht. Gut. Haben wir die drei Typen einfach mal über den Haufen geschossen. Finde ich gut. Gefällt mir. Harte, laute Tour, was? Nun, solange es klappt. Das arme Schwein, das hier putzen darf. Die Tür hier ist im Eimer. Mal sehen, ob ich sie aufbekomme. Fast geschafft. So, jetzt. Das geht deutlich einfacher, wenn das Schloss nicht auf der anderen Seite ist.
wir sneaken, ne? Piper? Alles klar. Lass die Leute doch hier verrotten, Valentine. Wir machen jetzt einfach gechillten Abgang. Du spielst hier. Nein! Ja, Piper, beste Idee ever. Valentine? Piper, übernimm. Alter, hui, 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 hui. Erstmal ein Stimpack reindrücken, würde ich mal meinen. Valentine. Das war wohl der letzte. Valentine, wir machen das. Piper, bitte keine Granaten mehr schmeißen. Oh, ich werde dich schon finden. Das war's. Ist wohl abgehauen. Was zum... Warte mal. Was war das? Miese Ratten. Macht mich ganz verrückt. Noch mehr Stufen? Wer hat diesen verdammten Vault gebaut? Ein Fitnesstrainer? Ja, nicht schlecht, der Spruch. Boah, wie viele Leute sind denn das hier noch, ey? Sneaky Attack! Alter! Boah! Schön abgesichert von hinten, Piper. Skinny Malone und der Rest seiner Jungs warten irgendwo auf uns. Der Name ist übrigens ironisch. Lass dich bloß nicht täuschen. Der Kerl ist gefährlich. Noch eine verschlossene Tür. Sollte kein Problem sein. Okay, sie können wir mal kurz Pause machen, ne? Ich höre dicke, fette Schritte. Sei auf alles vorbereitet, sobald wir durch diese Tür gehen. Ja, geh mal von der scheiß Tür weg, ey. Lass mich jetzt verarschen. Och, ich will nicht. Warum? Okay, was soll das denn? Du kommst in mein Haus, erschießt meine Jungs. Hast du eine Ahnung, was mich das alles kostet? Ich wäre nicht hier, wenn dein Mädel nicht so durchtrieben wäre, Hungerhaken. Sag ihr, sie sollte öfter mal ihren Eltern schreiben. Oh,
Armer kleiner Valentine. Schämst du dich nicht, weil dich ein Mädchen vermöbelt hat? Am besten laufe ich wieder heim zu Papa, ja? Du wärst besser weggeblieben, Nikki. Das ist nicht das alte Viertel. In diesem Wort habe ich das Sagen, hörst du? Und ich lasse Deal. Nicht zu, dass Hallo. Irgendjemand uns aufhält. Hallo. Jetzt, wo es endlich gut läuft. Darf ich mal was sagen? Wir hätten ihn einfach umlegen sollen. Aber du musstest ja sentimental werden. Junge. Und all das. Dalla, ich mach das schon. Skinny Malone hat immer alles unter Kontrolle. Tatsächlich? Und was macht der Typ dann bitte hier? Valentine hat ihn sicher mitgebracht, damit er uns alle kalt macht. Leute, ich habe eure gesamte Truppe auseinandergenommen. Macht verdammt nochmal einen Abgang. Dalla, hör zu. Du hast ein Zuhause, das auf dich wartet. Du musst dein Leben nicht mit diesen Ganoven wegwerfen. Ich... Nice. Du hast recht. Was mache ich nur hier? Ich habe mich damit reinziehen lassen. Dalla! Wo gehst du denn hin? Nach Hause, Skinny. Wo ich die ganze Zeit schon hätte sein sollen. Richtig so. Das war's mit uns. Ach komm schon, Nikki. Erst kostet ihr mich Männer und jetzt kostet ihr mich auch noch mein Mädchen? Geh einfach. Ich habe dir einen Gefallen getan, Hungerhaken. Dein Frauengeschmack war schon immer lausig. Jetzt, da sie dich nicht mehr aufstachelt, wirst du ja vielleicht vernünftig und lässt uns gehen. Du schuldest mir was für 2 Wochen im Loch. Du arrogantes, überhebliches Arschloch! Ja! Gut, ich zähle bis 10. Wenn ich dich dann noch hier sehe, lege ich euch beide um. Wir sollten besser von hier verschwinden. Und zwar schnell. 1. Okay, go. 2. Piper? Wo bist du denn? Ey, warte mal, wo ist Piper? Habt ihr gerade auf Piper geschossen? Okay, ich wollte es nicht anders. Ich wusste, dass ich da was gehört habe. Junge, ich bin euch alle fertig. Bam. Du bist der Letzte und alleine. Lass es. Oh, du bist ja ganz schön stark, würde ich mal anmerken, ey. Ärger.
nehme gerade ein bisschen Müll von mir, mein Lieber. Ja, danke, Valentine, dass du einfach abgehauen bist. Ich wusste doch, ich habe da noch irgendwie Schüsse von hinten gehört. Ich wusste, dass der Pipe angegriffen hat, der miese kleine Sack. Boah, Alter. Ich muss die Session beenden, ey. Ich muss die Session auf jeden Fall jetzt beenden. Da ist schon wieder viel zu viel, was ich aufnehme gerade. Oh. Der Himmel über dem Commonwealth. Hätte nie gedacht, dass so etwas Bedrohliches so einladend aussehen könnte. Danke, dass du mich da rausgeholt hast. Wie hast du mich eigentlich gefunden? Hat doch kaum jemand gewusst, wohin ich gegangen bin. Hier. Deine Sekretärin Ellie. Sie hat mich geschickt. Tatsächlich? Ich sollte wohl ihr Gehalt erhöhen. Also, du hast eine Person erwähnt, die spurlos verschwunden sein soll. Jo. Komm in mein Büro in Diamond City. Erzähl mir alles, was du weißt. Außerdem hast du dir die Gelegenheit verdient, dich zu setzen und deine Gedanken zu ordnen. Ich folge dir. Nee, wir treffen uns da. Passt schon. Er wird das wohl schon irgendwie hinkriegen. Wir sehen uns dort. Wir sehen uns in Diamond City. Alles klar. Wir haben den Quest erledigt. Und wir sind fast Level 14. Begonnen. Erste Hinweise. Begib dich zur Detektei Valentine. Ja, ich hätte natürlich die ganze Zeit fragen können, was er ist. Aber ganz ehrlich, mir ist schon klar, was er ist. Also ich bin nicht doof. Was ist denn das hier eigentlich? So, Piper. Wir benutzen gerade den magischen Teleport und porten uns nach Diamond City. Und dort werde ich dann die Aufnahmesession beenden. Ui. Also dieser Skinny Malone, oder wie er hieß, der hat doch einiges ausgehalten. Aber wenn man mal ordentlich draufzimmert, ohne Watz, dann geht der aber auch ganz schnell down. Sehr schön. Piper, ich würde sagen, wir stellen uns mal vor, da einen Zeitungsladen. Ach, boah. Was eine Aufnahmesession. Ich denke mal, wir müssen jetzt ein bisschen auf den warten, bis der hier ankommt. Und dann wollen wir mal in der nächsten Aufnahmesession gleich mal den Hauptquest weitermachen mit den ersten Hinweisen. Da bin ich mal gespannt. Tja, was soll ich noch weiter sagen, außer wow. Ich werde mir übrigens notieren, dass wir Vault 114 noch einmal besuchen, wegen Looten und so weiter. Aber erstmal gucken, was der Detektiv zu sagen hat. Vielen Dank fürs Zuschauen. Haut rein. Bis dann. Ciao.